Nächste Frage hat der Reitschuster. Angst verbreiten, Schrecken verbreiten, ist das die Politik der Regierung? Darum ging es heute hier auf dem Schiffbauer Damm in der Bundespressekonferenz. Und das werden Sie aber nicht jetzt gleich hier sehen, obwohl es die letzte Veranstaltung in diesem Format war, erkläre ich auch alles. Warum? Warum sehen Sie das nicht gleich jetzt hier? Weil YouTube die Daumenschrauben angesetzt hat. Mein Hauptkanal hier ist zwar wieder freigeschaltet, ja, aber er ist mit zwei Verwarnungen versehen. Das heißt, ein Wort, das den YouTube-Zensoren nicht gefällt, ein Wort, wo die sagen, das darf der nicht oder das entspricht nicht unserem Wahrheitsministerium, und mein gesamter Kanal mit 283.000 Abonnenten ist in Luft aufgelöst. Die Zensur feiert dann fröhliche Urstände. Und ich glaube, das wollen Sie nicht und das will ich nicht. Drum warten wir jetzt ab, was das Berliner Landgericht entscheidet. Da ist mein Antrag gegen YouTube und Google anhängig. Zudem läuft eine weitere Verwarnung am 6. Juli aus. Sie sehen, wir haben heute Bedingungen im 21. Jahrhundert in Deutschland, die an finsterere Zeiten erinnern, als es hier noch Zensoren gab. Dass die Zensur zurück ist im 21. Jahrhundert, dass sich da so wenige darüber aufregen, dass sogar Kollegen das noch gutheißen, sich da noch freuen darüber und sagen, richtig so, das ist für mich eigentlich eine der erschreckendsten Neuerungen in dieser an Schrecken nicht allzu geringen Zeit. Aber ich freue mich, dass Sie hier sind. Große, große Bitte. Ich weiß, es ist umständlich, aber Sie konnten noch nie so leicht ein Zeichen setzen gegen Zensur, gegen Einschränkung der Meinungsfreiheit, als hier mit einem Mausklick. Unten ist mein Odyssee-Kanal verlinkt, unten ist mein Rumble-Kanal verlinkt und unten ist auch noch der Kanal verlinkt, auf dem meine Unterstützer hier meine ganzen Artikel doppeln. Einfach einen Mausklick, dann haben Sie meinen letzten BPK-Bericht in dieser Form, und lassen Sie uns noch mal powern. Lassen Sie da wirklich ein Zeichen des Protestes auch daraus machen, dagegen, dass das nicht mehr transparent ist, dass das nicht mehr offen ist. Mit jedem Kommentar erhöhen Sie hier die Algorithmen, mit jedem Like, mit jedem Weiterempfehlen, und diese Spahn-PK heute, die ist es wirklich wert. Lassen Sie uns ein Zeichen setzen, schauen Sie auf meine Seite, abonnieren Sie auf Rumble oder auf Odyssee, weil diese Art der Zensur, dieses Umgehen mit den Menschen, das hier YouTube pflegt, das halte ich einfach für unsäglich. In diesem Sinne, alles Gute, danke, ciao, auf Wiedersehen. Nächste Frage hat der Reitschuster.